Let's go. Wir gucken uns mal das Barbie-Haus an. Es ist sehr voll hier. Ich will schon mal den kleinen Pool zeigen. Guck mal, ich filme mal schon mal einmal runter. Das Ding ist nur, der ist nicht wirklich kühl. Das heißt, da können wir uns nicht abkühlen. Komm mit ins Barbie Dream House. Das ist mein Lieblingsoutfit von Barbie übrigens. Also das ist echt das Tollste, weil das verkörpert einfach für mich Barbie schlechthin. Muss ich echt sagen, besser hätte es echt nicht sein können. Übrigens, wir haben eine Überraschung für dich. Marcel wird dir auch eine Barbie widmen. Sehr gut. Ich wurde gerade gefragt, ob das mein Barbie-Look wäre. Wenn es eine Barbie geben würde, ob das dann der Look wäre. Eigentlich ja, oder? Also ich finde ja sowieso, dass du eine Stilikone bist. Komm mit mir ins Barbie-Haus. Ich will unbedingt einen Drink. Guck mal, jetzt haben die schon alles ausgetrunken hier ohne uns. Also jetzt, wo ich das so sehe, habe ich das Gefühl, ich bräuchte auch ein pinkes Zimmer. Oder der Kleiderschrank in pink wäre eigentlich ganz gut. Ich finde, diese pinke Farbe, die bringt alle besser drauf und vor allem sind alle am Strahlen und am Leuchten. Das steht einem total gut. Ich finde, wir sollten einen pinken Tag einführen. Einmal im Monat, wo nur pink getragen wird. Und das Mikrofon, das klaue ich auch danach. Das steht schon fest. Habt ihr es gesehen?